Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Schrankschloss von Juni und da ist der Dorn weg. Da setze ich jetzt eben einen neuen Dorn rein und dann kann der Kunde das Schloss wieder benutzen. Wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das hier ein 4 mm Dorn. Da ist mein Messschieber. Gucken. Ja, 4 mm Dorn. Ich meine, gucken, ob ich einen hat, habe, setze ihn da eben rein und danach funktioniert das Schloss wieder. Ich habe jetzt hier den Niet gestaucht und nehme das Schloss jetzt hier, also den Schlossdeckel runter. So sieht das Schloss jetzt von innen aus. Ich muss immer den Deckel runter machen, denn sonst bekomme ich nachher hier meinen Dorn, den ich hier habe, den bekomme ich hier nicht rein. Jetzt würden viele sagen, naja, das ist ein Juni-Schloss, ein ganz einfaches und ich bestelle mir einfach ein neues und dann ist die Sache damit erledigt. Das stimmt auch erstmal so weit. Hier haben wir einen 40 mm. Folgendes ist, man lernt dadurch, wie man ein Niet öffnet. Das heißt also, wenn ich dieses mache, dann lerne ich das, wie öffne ich ein Niet? Wie kriege ich das hin? Wie kriege ich das heile hin? Wie bekomme ich das hin, ohne dass ich den abschleife? Das ist eigentlich der ganze Sinn auch dazu. Sicherlich könnte man jetzt sagen, ich spare Ressourcen. Statt ein neues Schloss, was ja aus Blech ist, kostet ja nicht viel. Da brauche ich mir also keinen Dorn zu kaufen, sondern schmeiße ich aber weg, hole mir neues und es ist fertig. So ist es aber, dass ich lerne und übe, wie öffne ich ein Niet. Das kann man also mit diesen kleinen Schlössern kann man damit anfangen. Wie bekomme ich das hin? Und je öfter ich das mache, je eher komme ich auf andere Ideen, sowas zu machen. Manche Sachen, die ich so mache, da schreiben einige, ja, das ist sinnlos, ich würde mir das ja neu kaufen und und. Ja, das ist richtig. Für den Einzelnen ja, für mich als Schlosser oder überhaupt für den Schlosser oder derjenige, der das macht, nein. Denn wenn er das macht, dann stellt er fest, dass seine Methode vielleicht nicht ganz so gut ist. Er nimmt nicht das richtige Werkzeug dafür, dann probiert er ein anderes Werkzeug aus und dann geht das immer so weiter und dadurch lernt man. Ich möchte jetzt hier keinen Pädagoge raushängen lassen oder spielen. So haben wir das damals in der Lehre gelernt. Also ich habe ja eine schulische Ausbildung hinter mir, keine Lehre in dem Sinne, wie andere das machen, dass man denn da in einen Betrieb geht, sondern in der Schule war ich. Und wir haben eben halt auch Aufträge gekriegt, wir haben auch Treppen und Hallen gebaut und solche Sachen. Der Unterschied war nur, dass der Kunde, der zu uns gekommen ist, oder die Lehrer, die den Auftrag rangeholt haben, dass der Kunde eben halt keinen Lohn bezahlen musste, sondern eben halt nur das Material. Und dadurch hatten wir Arbeit. Und dadurch haben wir sowas gelernt. Das heißt, unser Meister hat uns das gezeigt, wie das geht. Und wir mussten immer üben. Und so mache ich das heute noch. Das heißt, ich übe heute immer noch, um das zu machen, auf Deutsch gesagt, um eben halt so einen Dorn reinzumachen. Weil es geht einmal darum, wo bekomme ich einen Dorn her? Kann ich mir den kaufen? Mache ich mir den selber? Das sind alles diese Sachen, die man, worüber man nachdenkt, wenn man sowas macht. Und dann auf einmal hat man einen ganz komplizierten Fall und dann stellt man auf einmal fest, oh, ich mache das mal so und so und dann hat man auf einmal eine bessere Lösung. Gut, das ist eigentlich auch der Sinn der Sache. Ich lerne noch was. Gut, so, den Dorn müssen wir jetzt hier reinsetzen. Der muss jetzt hier rein. Der Bursche, und das werde ich jetzt mal eben machen. Nehmen wir mal ein bisschen anzoomen. Ja, so sieht der ganze Bursche aus. Das ist der Dorn. Ist eigentlich nur letztendlich ein Stift. Der passt ja gut rein. Gut, dann werde ich den jetzt mal eben fertig machen und befestigen. Und danach schauen wir mal eben. Hier habe ich jetzt meinen kleinen Dorn. So sieht er jetzt komplett richtig aus. Da muss ja so eine kleine Verlängerung ran. Dann wird das hier nachher oder gleich durchgesteckt. Muss ich glaube ich noch ein bisschen anpassen. Dass er dann wieder auf der anderen Seite durchguckt. Dann kann ich das Ganze vernieten. Und schon habe ich wieder einen Finger draufhalten hier. Und schon habe ich wieder was so, dass es dementsprechend hier schließt. Gut. Da muss ich jetzt noch ein bisschen was dran machen. Passt da noch nicht ganz.
Dann hole ich da noch ein bisschen auf. Eine andere Feile nehmen. So. Gut. Dann niete ich das Ganze jetzt mal eben rein. Das mache ich mal eben auf dem Amboss. Ich muss ja nicht die Kamera umstellen, deswegen ich erkläre das mal eben. Ich stecke den einfach hier rein. Dass er hier praktisch durchpasst. Und wenn er denn da durchguckt, nehme ich eben halt einen Hammer und verniete das Ganze. Okay, ich gucke mal auf das Werkstück. Ich muss mich mal auf die Kamera gucken. Nochmal, ich nehme also das Teil hier, den Dorn, und steckt ihn durch das Loch. Und auf der anderen Seite kommt er dann nachher wieder raus und dann haue ich da mit dem Hammer drauf, dass das Material auseinandergetrieben wird und ist der Dorn da dementsprechend wieder dran. Gut, das muss ich jetzt aber nicht zeigen, weil einige, was hat letztens einer geschrieben, wie setzt man einen Ring, dieser Haltering, in einem Schließzylinder ein? Der wird einfach nur reingeschoben, also von oben reingehen. Das muss ich nicht zeigen. Also, wenn man sich damit mit der Materie beschäftigt, dann weiß man das auch. Und hier muss ich jetzt nicht zeigen, wie ich die da durchstecke, sondern das erklärt sich von alleine. Gut. So, ich mache das mal eben fertig und dann schauen wir uns das gleich mal eben an. So sieht das Ganze jetzt aus. Da guckt er jetzt ein bisschen durch. Das ist jetzt auch ziemlich stramm da drin. Das ist also eigentlich wichtig, denn sonst kann das sein, dass der sich ein bisschen verbiegt, also nach rechts oder links geht. Gut, ich verniete das Ganze jetzt mal eben hier. Und dann schauen wir mal eben. Gut, der ist jetzt auch drauf und fest. Ja, funktionieren tut er auch. Muss jetzt noch mal eben gucken. Und danach wird das jetzt dementsprechend festgeschraubt. Ja, festgeschraubt ist gut, festgenietet. Das ist ja ein Niet hier. So, da setzt ihr das Ganze jetzt hier auf. Hier ist eine kleine Lasche dran. Dadurch hält das. Ja, das funktioniert wieder einwandfrei. Mal eben gucken. Dann wollen wir das Ganze auch noch mal eben schmieren, ein bisschen Öl drauf machen. Das ist jetzt der Schlossöl, was ich genommen habe. Und dann nehme ich einfach nochmal Öl aus einer Sprühdose, aber kein WD-40, weil dann wird das zu dünnflüssig alles. Und dadurch verläuft das Ganze besser. So, und dann kommt hier das einmal drauf. So, jetzt nehmen wir mal eben den Amboss hier, den Hammer. Den kann man nämlich auch als Amboss nehmen. Dafür ist nämlich so ein dicker Hammer gut. Das ist ein Fäustel. Den benutze ich ganz oft, wenn ich irgendwas Kleines machen möchte, was ich vernieten möchte. So, jetzt ist der wieder drauf. Also das Blech. Das geht auch wieder einwandfrei. Und danach verniete ich den Niet hier. So, das war's schon. Und schon ist das Schrankschloss wieder fertig. Ja, ein bisschen länger geworden, der Dorn, aber das ist nicht so schlimm.
ja, wie gesagt, das war es dann soweit von meiner Seite aus und dann freue ich mich auf mein nächstes Projekt. Alles Weitere steht dann unter der Videobeschreibung. Ich sage das nochmal, sicherlich kann man ein neues kaufen, darum geht es nicht. Es geht einfach um die Fähigkeit, die man hat, weiter zu verbessern, immer weiter zu üben. Denn irgendwann fällt einem was anderes ein, was besser geht. Und dann kommt man eben halt auf so Sachen, wie baue ich so einen Dorn, wie stelle ich den her, wie mache ich das und solche Sachen. Gut, wie gesagt, alles Weitere ist unten in der Videobeschreibung. Und dann freue ich mich auf mein nächstes Projekt.